Schön, wie die Kinder sich hier rausquetschen, finde ich. Erst überlegt, ob ich schon irgendwas damit machen soll, aber nein, die können ruhig erst größer werden. Und dann kann ich die mal irgendwann von der Mutterpflanze entnehmen. Die hängen ja jetzt erstmal gut da. Die haben ja eine super Verbindung hier. Sind gut versorgt. Was ist das? Da bilden sich schon Wurzeln. Die wollen trotzdem Kontakt mit der Erde. Interessant. Vielleicht sollte ich es in einen größeren Topf stecken. Wir stehen jetzt in meinem Schrebergarten hier unten am Zaun und ich habe eine bessere Idee für dieses Sempervivum. Der passt doch hier gut dazu. Ich habe hier sowieso so eine neue Pflanzung gemacht. Und da setze ich den jetzt einfach mit daneben. Das ganz vollgequetscht mit lauter solchen trockenheitsliebenden Pflanzen könnte doch richtig schön werden. Außerdem müssen die da weg. Das wird ein bisschen extrem. Sind wir in der Laube von dem Gartenhäuschen? Ich habe hier noch mehrere trockenheitsresistente, hier so Mauerpfeffer. Die nicht, das sind Petunien, aber die wieder, Portulagröschen, auch trockenheitsresistent. Und hier noch mehr Mauerpfeffer. Und hier noch mehr Portulagröschen. Die bewurzeln hier in Wasser. Das ist nicht nur eine, ich habe noch eine zweite. Hier, ja, könnte richtig gut werden da unten. Wir haben heute ziemliches Nordseewetter. Willkommen mit unserem Wind. Wir sind ja eigentlich in Bayern. Die erste Cosmee hat die Blüte offen. Sehr schön. Verdichtet hier der Boden. In der Zeit in der Laube und in der Außenküche. Der Wind bläst ihm die ganze Energie da weg. Jetzt haben wir einen Windschutz. Er hat diesen Himbeerkuchen mit Minzeblättern und mit Ringelblumen. Das ist alles essbar verziert. Sehr hübsch.
Frisch aus der Küche. Ja. Ich habe mir gerade hier was zu diesem Teich überlegt. Wir haben da nämlich gestern so eine schöne Wanne bekommen. Die lag im Müll. Wir konnten die dann günstig da erwerben. Ist doch zu schade, dass die im Abfall landet. Jetzt machen wir da was mit. Und wenn ich das richtig weiß und richtig erkenne, sind das zwei Seerosen. Aber jetzt muss einer rein in diesen Pott mit den Armen bis zum Hals. Ich habe einen Freiwilligen gefunden. Sind da Krokodile drin? Ja. Ja, Piranhas. Oh, was sind denn da alles dran? Lass ich gerade ziehen. Oh. Den ganzen Teich in der Hand. Die andere kommt auch mit raus. Warte. Oh. Was ist das? Ja, die sind aneinander gewachsen. Oh. Das geht nicht zu reißen. Wir müssen schneiden. Wir müssen schneiden. Das sind drei eigentlich gewesen. Da hängt, kannst du die noch mal irgendwie zeigen? Da schon. Da ist diese andere Kleine da dran. Da sind noch so ein Topf mit so einem Stein beschwert. Die ist da jetzt so reingewachsen. Ah ja. Waren da unten ausgepflanzt. Das passt eigentlich gar nicht, weil da war jede Menge Gelb. Jedenfalls sah das mit dem Weiß schäbig aus. Jetzt sind sie hier. Da war die gepflanzt. Hier haben wir noch eine Orangenminze und die Ringelblumen blühen hier ziemlich schön. Tomaten, Astern, Wicken, ein wunderbares Chaos. Und dazwischen so kleine Bäume, wie der da. Thank you.
durch. Lustig gewesen im Endeffekt, ne? Ja. So. Was magst du da Schönes? Wie heißen die überhaupt? Mauerpfeffer, immer noch Mauerpfeffer. Guck mal, was ein verdrehtes Ding. Keine Ahnung, was ich davon noch behalten möchte. Sempervivum? Nicht alles, nee, hilf mir mal. Wie fette Henne. Fette Henne. Sedum. Sedum. Man kann auch fetten Hennen sagen. Fetthennen, ja. Fetthennen. Das kommt, das hat eine Geschichte, weil die irgendwelche Hennen das gefressen haben und dann fetter waren als andere Hennen oder irgendwie so ähnlich, habe ich genau gelesen. Das ist man, ist es nicht bei. Hier sind auch noch jede Menge Sempervivum. Welch ein schöner Augenblick. Das ist Sempervivum, das ist wieder Fetthenne, Sedum. Ach ja, Fetthenne. Ja. Mauerpfeffer auch. Mauerpfeffer. Ist das da Mauerpfeffer? Wir müssen es abklären. Also ihr wisst Bescheid, wir haben keine Ahnung von Pflanzen. Wir machen einfach so. Da gibt es hier Peperoni. Ja. Sie entwickeln sich wirklich gut. Die hier, die eine hat Paprika Orange. Die letzte Überlebende ihrer Art. Und aber zwei Früchte dran. Das heißt, wir können diese Art erhalten und Blüten sind auch noch. Ja, wunderbar. Ja. Ich dachte schon, das war's mit denen, weil auch diese hat ziemlich gelitten zwischendurch, aber ich habe sie durchgekriegt. Gibst dir auch Mühe für sowas. Ja, ich versuche halt. Sehr schön. Der macht die ganze Zeit Fotos statt zu filmen. I thought I was filming, but I wasn't. Ich dachte, ich filme, aber habe ich nicht. Ich verstehe dich nicht. Man sieht an uns, dass man nicht unbedingt eine gärtnerische Ausbildung braucht, sondern man kann auch einfach machen, geht. Genau. Und wenn man nicht alle Pflanzen kennt, ist das auch nicht schlimm, die wachsen eventuell trotzdem. Gehen doch eine Pflanze mehr zu lernen und den lateinischen Begriff dazu. Botanische, lateinische Namen, ja. Botanischen, lateinischen Namen, ja. Ist doch schon gut. Ich will Johannisbeeren. Und noch mehr Sempervivum. Wie schön, sehr schön. Ist zwar morgen kein Silvester, aber wir haben den jetzt da. Ich sag, was könnt ihr einblenden? Ja. Bunter Eidechsenschwanz Chamäleon. Ja, als hast du es doch schon gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Das sind Schleifenblumen. In Weiß und hier im Flieder. Bobby. Da geht er ein bisschen schlafen. So, das ist ein Blick in unser Gewächshaus. Guckt euch die Schönheit an, guckt euch das Wachstum an, in Fülle. Ja, und das bin ich. Guckt sie, guckt, da kommt sie. Ja, ja, es macht schon Spaß mit der Kamera. Ich rette die Rudbeckia hier, die ist ein bisschen zu wenig Wasser.
Paparazzi. Hier ist sie. Wie hat sie gesagt? My one and only Paparazzi. Ja, genau. Ist gerade aufgewacht. Man sieht's. Nee. Weißt du, was ich gemacht habe? Was denn? Ich muss was zugeben. Ich habe da unten vorhin gejätet, aber nur fürs Video. Ich habe es nicht zu Ende gemacht. Okay, was müssen wir machen? Zu Ende machen. Okay. Aber ich brauche schon wieder einen Freiwilligen. Ich glaube, ich bin selbst der Freiwillige. Ja, Bobby? Gut. Was hast du da? Ja, das ist die Wahrheit. Das andere vorhin war gelogen. So viel war es in Wirklichkeit. Ich hatte vorhin nur drei rausgemacht als Beispiel.